Moin, Wohnzimmerkapitäne, und willkommen zurück zum nächsten Ausblick hier auf dem Seacross-Kanal. Wir wollen uns in dieser Folge um Premium-Schiffe kümmern, also oder um Schiffe, die noch nicht released sind auf dem Live-Server. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, das kann also sein, dass zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video seht, diese Sachen schon auf dem Server integriert sind. Gerade was die Yoshino betrifft und die Hill, die sind ja angekündigt worden, dass sie eben in das Update 085 hineingesetzt werden und released werden. Fangen wir oben an, hier die Summer, die oder Summer, wie sie auch immer ausgesprochen wird. Da gibt es eine Veränderung, und zwar bei der Ladezeit der Torpedowerfer von 108 auf 130 Sekunden. Da ging das nämlich ein bisschen zu schnell mit den Torpedos. Das Ding ist halt stark bei der Hauptbatterie und bei den Torpedowerfern gewesen. Jetzt soll es ein bisschen langsamer werden mit den Nachladen. Ihr seht selbst, die Torpedos, die schwimmen hier 16,5 Kilometer weit. Und die haben halt viele Guns, ne? Also vier Rohre vorne, vier Rohre hinten. Kurze Nachladezeit ist relativ. 5 Sekunden ist schon für einen Zerstörer. Heutzutage auf T10 relativ lang. Und dann geht es weiter mit der Hill T5 Zerstörer. Könnt ihr euch jetzt dann demnächst erspielen. Und zwar durch die Salvage Battles. Wenn er da die Direktiven mit Update 085 erfüllt, dann kriegt er am Ende diesen Zerstörer. Und da gibt es auch jetzt so eine Anpassung bei den Geschützen. Und zwar wird da die Ladezeit von 4 auf 4,8 Sekunden erhöht. Denn der Schaden pro Minute war einfach ein bisschen zu hoch für den Zerstörer auf einer Tierstufe 5. Und dann wechseln wir rüber zum französischen Baum. Die französischen Zerstörer sind ja aktuell im Supertest. Das werden ja dann keine Premium-Schiffe, sondern ganz normale Forschungsbaumschiffe. Aber wie gesagt, sie werden halt noch verändert. Und eine Veränderung ist jetzt zum Beispiel bei der Le Fantasse Tierstufe 8 Zerstörer. Da wird die Torpedosichtbarkeit erhöht, nämlich von 1,4 auf 1,8 Kilometer. Die Reichweite beträgt dann nur 8 Kilometer. Die Torpedos sind aber super schnell und haben hier eine Geschwindigkeit von 75 Knoten. Wie gesagt, das ist ein Schiff auf Tierstufe 8. Wir reden jetzt hier nicht schon von einem T10-Schiff oder so. Das heißt, das ist schon wirklich krass. Also wird die Sichtbarkeit der Torpedos erhöht, sodass ihr eine Chance habt, den Torpedos auch eher mal auszuweichen. Ob nur 400 Meter wirklich den Kohl fett machen, es ist sicherlich besser als der Wert vorher. Nämlich vorher waren es 1,4 Kilometer. Und stellvertretend möchte ich gleich noch auf die anderen Zerstörer eingehen, die hier beendet wurden, und zwar die Vaquelin, oder wie sie auch ausgesprochen wird, Französisch ist nicht so meine Stärke, T7, und da wird der Rumpf von 16,9 auf 18.100 Punkten erhöht, die Geschützturmdrehzeit von 180 Grad von 22,5 Sekunden auf 18 Sekunden reduziert. Dann wird die Torpedogeschwindigkeit erhöht, nämlich auf 68 Knoten, was kein schlechter Wert ist auf der Tierstufe, und die Sichtbarkeit von 1,2 auf 1,4 Kilometer verändert. Also der T7-Zerstörer von den Franzosen war auf seiner Tierstufe einfach nicht stark genug, und darauf gibt es hier jetzt so viel radikale Änderungen. Einfach mehr Überlebensfähigkeit, schnellere Turmdrehzeit und so weiter. Da musste man ja, man muss ja auch sehen, dass man dann im Kampf alle Geschütze oder möglichst ein bisschen einfacher die Geschütze im Ziel halten kann. Gerade wenn man auf größere Distanzen kämpft, war es ja einfacher, aber umso näher man rankommt, desto schwieriger wird es ja, die Geschütze ausgerichtet zu haben. Von daher, ja, 18 Sekunden wird sicherlich dazu beitragen, dass es leichter ist, aber es wird, glaube ich, noch nicht ohne Elite-Schütze gehen, glaube ich, um die Türme dann im Ziel zu halten. Weiter geht's dann mit der Gepard. Auch da wird die Ladezeit verlängert von 4,8 auf 5,2 Sekunden. Also auch da gibt es eine Geschützturmänderung, das wollte ich damit sagen. Bei der Jaguar T5 gibt es auch eine Verlängerung von 6 auf 6,6 Sekunden. Und das war es mit den Zerstörern. Also wir haben überall nochmal Veränderungen. Jetzt der T8, T7, T6, T5. Beim T7-Zerstörer war sicherlich die schwerstwiegende Änderung, wenn man das so sagen will, weil sie doch sehr umfangreich war. Und die nächste Veränderung betrifft die Colbert. Und zwar der ultraleichte Kreuzer der Franzosen, der Tierstufe 10. Ihr habt ja sicherlich schon die ein oder anderen Videos bei den verschiedenen Twitchern gesehen, im Livestream zum Beispiel.
Und ja, da gab es jetzt eine Veränderung ja schon bei der Wiederherstellung der verschiedenen Zonen, wo man Schaden bekommen konnte. Also an der Zitadelle, an den Kasematten, wo überall der Trefferpunkte-Pool oder das, was wiederherstellbar ist, erhöht. Also die Reparaturmannschaft schon verbessert. Das hat aber nicht ausgereicht. Und so will man jetzt mit der nächsten Verbesserung dann nochmal die Anzahl der Verbrauchsmaterialien von 2 auf 3 erhöhen bei der Reparaturmannschaft, um das einfach häufiger machen zu können. Und dann gibt es noch eine ganz wichtige Eigenschaft, die man sich einprägen sollte. Die Colbert bekommt eine verbesserte Beschleunigungsdynamik zu Beginn der Bewegung, also quasi am Losfahren. Das Anfahren wird wahrscheinlich besser werden oder soll besser werden. Und begründet wird die ganze Geschichte damit, dass die Colbert ein Schiff ist, was Deckung braucht, was hinter Inseln steht und so weiter. Und ja, man soll dann eben sich auch schnell wieder in Bewegung setzen können, wenn man entdeckt wird. Und ja, das soll damit eben hergestellt werden oder einfacher werden. Und wenn man sich dann doch verschätzt hat und eine Granate erwischt hat, in der Hoffnung, dass man nicht gleich geplatzt ist, weil die Colbert eben super leicht gepanzert ist, kann man dann noch die Reparaturmannschaft benutzen, wenn man den Zita gefressen hat und ein paar Prozentpunkte wiederherstellen. Also ich habe euch hier nochmal kurz den Zita-Gürtel eingeblendet. 80 mm sind das nur. Also da geht ziemlich viel rein, würde ich mal sagen, in diese kleine Nussschale. Kommen wir zur Yodashi. Die wird ein bisschen verändert. Und zwar wird sie ein bisschen spannender wohl gestaltet. Oder sie soll spannender gestaltet werden, wollen wir so ausdrücken. Und zwar bekommt dieses Schiff in einem separaten Slot den Torpedo Reload Booster als Verbrauchsmaterial hinzugefügt. Das heißt, ihr könnt häufiger hintereinander Torpedos starten, hier aus den 2 Werfern. Dafür müsst ihr aber was austauschen oder eintauschen. Und zwar die Erkennbarkeit auf See steigt um gut 500 Meter von 6,48 Kilometer auf 7 Kilometer. Die Erkennbarkeit, wenn ihr die Hauptgeschütze im Nebel benutzt, steigt von 2,42 auf 2,61 und die Erkennbarkeit zur Luft von gut 2,8 Kilometer auf 3,0 Kilometer. Also ihr werdet dafür einen Ticken weiter erkennbar sein, habt aber auf jeden Fall ja, ordentlich Damage-Potenzial jetzt dabei mit den Torpedos. Das ist also eine ganz ordentliche Geschichte. Man darf bei der ganzen Geschichte trotzdem nicht vergessen, es ist nur ein T7-Zerstörer. Das bedeutet also, das Tarnungsmodul, was sonst in Slot 5 eingebaut werden kann, kann hier noch nicht eingebaut werden. Ihr könnt also dieses Schiff nur über den Kapitän und der Tarnung in der Sichtbarkeit nach unten drücken. Und bei 7 Kilometer sind es dann 700 Meter plus die 3%, die nochmal durch die Tarnung gibt. Dann seid ihr irgendwo bei 6,1 Kilometer, wenn ich das jetzt im Kopf so einigermaßen richtig überschlagen habe. Da solltet ihr dann landen. Und ja, die Torpedos schwimmen hier 15 Kilometer, ist zumindest im Moment angegeben hier, aber auch nur 57 Knoten schnell. Da muss man dann schon wieder überlegen, ob man nicht noch andere Skills beim Kapitän aktiviert, um die Torpedos noch ein bisschen schneller zu kriegen und dafür Reichweite abzugeben. Und nun kommen wir schon zum nächsten Schiff, und zwar die Yoshino, hier Stufe 10. Dieser Dampfer wird ja jetzt mit dem Update 085 für Kohle auf dem Server verfügbar sein. Ich glaube, so um und bei 248.000 Kohle wird dafür notwendig werden. Wenn ihr einen Gutschein habt, dann nutzt ihn, dann wird das ganze Schiff eine ganze Ecke günstiger für euch. Und auch hier gibt es nochmal eine Verbesserung, und zwar wird die Anzahl der Reparaturmannschaft von 2 auf 3 erhöht. Ne, wichtig bei der ganzen Geschichte ist, wo ich euch immer Nummern dabei nenne, das sind immer die Standardwerte. Das heißt, mit dem Premium-Verbrauchsmaterial könnt ihr dann sogar 4 haben. Und wenn ihr dann noch einen Inspekteur habt, sogar 5. Also, das ist schon mal ganz ordentlich, denke ich mal, dass ihr da eine Menge Freude dran haben wird. Für mich ist die Yoshino die bessere Azuma. Na klar, ist ja T10, aber hier gibt es dann sowas wie Hydroakustik. Es gibt ein bisschen bessere Reichweite, wie ich finde. Ja, eine deutlich bessere Flak ist hier vorgesehen. Also eine Sachen. Ihr könnt euch also darauf verlassen, wenn die Yoshino in den Hafen kommt, werde ich sie mir für Kohle sehr wahrscheinlich holen und dann natürlich hier bei uns auf dem Kanal auch ausführlich vorstellen mit Gameplay und allem, was dazugehört, so wie ihr das bei uns schon auf dem Kanal gewohnt seid. Also freut euch drauf. Und dann kommen wir noch zu einem letzten Schiff, die Ark Royal. Ja, die habe ich jetzt hier nicht im Hafen als 3D-Modell. Ich habe jetzt stellvertretend dafür einfach mal den britischen Furious-Flugzeugträger hier reingestellt. Nichtsdestotrotz möchte ich euch die Daten für die Ark Royal jetzt hier noch zur Verfügung stellen. Und zwar werden die Torpedobomber ersetzt. Und zwar von den Fairy Albacore Torpedobombern wird umgesattelt auf die Fairy Swordfish Torpedobomber. Nämlich die, die damals auch tatsächlich die Torpedos
auf die Bismarck abgesetzt haben. Das war nämlich Swordfish-Bomber. Und das ist halt der Geschichte geschuldet, dass sie das jetzt hier also einbauen. Die Trefferpunkte der Flugzeuge wird von 1110 auf 1070 gesenkt. Und die Reisegeschwindigkeit der Flugzeuge steigt von 97 auf wahnsinnige 98 Knoten. Das ist so der Hintergrund, den man jetzt erstmal haben kann oder sagen kann. Es wird sicherlich noch ein paar weitere Änderungen geben, gerade wo die Ark Royal jetzt ja erst so richtig in den Supertest geht und nachher dann ja auch die ganzen Kontributoren und Supertester und so weiter dann weiter zu Zugriff auf diese Schiffe erhalten. Ja, in dem Sinne, das soll es vom Ausblick gewesen sein zu den ganzen noch nicht auf den Live-Server verfügbaren Schiffen zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video hier gemacht habe. Ich hoffe jetzt, dass ihr, wenn ihr dieses Video jetzt seht, vielleicht habt ihr ja schon die Hill oder ihr habt zu dem Zeitpunkt schon die Yoshino oder wie auch immer und habt ein bisschen Spaß mit den Schiffen. Wie gesagt, die Yoshino, die wird es hier auf dem Kanal auf jeden Fall in der Schiffseinweisung geben, früher oder später. Wir halten uns da natürlich wie immer ran. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, würde ich mich sehr gerne oder würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, ein Abo da lasst, wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet. Und ja, ihr findet uns natürlich auch bei anderen Social Medias, zum Beispiel hier auf Facebook oder eben Twitter oder Instagram oder einfach im Forum oder ihr joint unseren Discord-Server. Also ihr habt allerhand Möglichkeiten, nutzt sie, wenn ihr möchtet. Meine Einladung dazu steht. Bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Andi, euer Secret-Team. Ciao, ciao. Secret.